Von Koblenz aus reisen wir weiter in das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem noch zwei Bahnbetriebswerke N-Wagen stationiert hatten. Das südlichere befindet sich in der Domstadt Köln. Die Karnevalshochburg ist mit etwa 1 Million Einwohnern die viertgrößte Stadt in Deutschland. Auf der Regionalbahn Bonn-Mehlem, Köln Hauptbahnhof, Wuppertal traf man ab und an noch N-Wagenzüge an. Vor allem aber im Berufsverkehr wurden Verstärkerzüge der Regionalexpresslinien 1, 4, 8 sowie RB35 Verstärker mit den Altbaugarnituren gefahren, von denen wir nun eine vom Triangelturm in Deutz aus beobachten. Die Fahrt von Köln nach Wuppertal dauert mit der Regionalbahn 47 Minuten. In Wuppertal hat man die einmalige Gelegenheit, mit einer Schwebebahn zu fahren. Von Wuppertal aus geht es in die zweite N-Wagen-Heimat Nordrhein-Westfalens, Münster. Die alten Regionalbahnwagen traf man hier noch öfters auf der Regionalbahn nach Rheine an. (111 037) hat so einen Zug am Haken. In Nordrhein-Westfalen konnte man meistens noch in Wagen mit den Original-V-Designs Hannover und OFV reisen. Kommen wir nun zu den Einsätzen in der N-Wagen-Hochburg Stuttgart, wo diese 2014 noch einen beträchtlichen Teil der Nahverkehrsleistungen erbrachten und es voraussichtlich bis in das Jahr 2016 zum Teil noch tun werden. Stuttgart beheimatet 600.000 Einwohner und liegt in einem Talkessel zwischen Wald und Reben. Im Raum Stuttgart waren noch alle vier Designvarianten der 90er Jahre, das heißt Hannover, OFV, Fairfeed und PFA beheimatet. Allerdings waren die meisten sparmodernisiert und mit neuen Sitzpolstern versehen. Dennoch kann man den Wagen noch ihr ursprüngliches V-Design ansehen, was je nach Geschmack mehr oder weniger mit den blauen Sitzbänken harmoniert. Beginnen wir mit dem Regionalexpress Nürnberg-Stuttgart. Nach 23 Minuten hat dieser den Bahnhof Wickleskreuth erreicht.
Bis Ansbach musste sich dieser Zug mit S-Bahnen die Strecke teilen. Nun geht es weiter über Crailsheim nach Schwäbisch Hall-Hessental. Nach einem kurzen Aufenthalt geht es über die sogenannte Murrbahn in die Schwabenmetropole Stuttgart. Kommen wir erstmal zu einer weiteren N-Wagen-Einsatzstrecke, der Remsbahn. Sie hat ihren Ausgangspunkt in Aalen. Ausfahrt in Schwäbisch Gmünd. In Lorch machte der Limes, die große Grenze der Römer, eine 90-Grad-Kehre. In Waiblingen trifft der Regionalexpress auf die vorhin gezeigte Murrbahn.
nach der Ankunft in Stuttgart-Bad Cannstatt, einem sehr dicht befahrenen Bahnhof, der sich 3 Kilometer vor dem Hauptbahnhof befindet, sehen wir einen Zug nach Schwäbisch Hall-Hessental einfahren. An Gleis 7 fährt ein Regionalexpress mit 8 Wagen nach Aalen aus. Er wird von einer modernen Drehstromlokomotive der Baureihe 146 gezogen. Dass solche neue Loks die Ehre haben, die alten Wagen ziehen zu dürfen, ist eine Stuttgarter Spezialität. Auch an Zügen, die planmäßig nur mit Doppelstockwagen gefahren wurden, verirrte sich manchmal ein Steuerwagen Wittenberger Bauart, wie hier am Regionalexpress nach Tübingen. Oder auch am durchfahrenden Interregio-Express aus Lindau. Kommen wir nun zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, an Gleis 6, bitte stellen Sie ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. An der Regionalbahn nach Heilbronn entdecken wir nun einen besonderen Steuerwagen. Dieser Wagen besitzt das Hannover-Design mit 9 Sitzbänken und hat Schwenkschiebetüren, die sich aber von der Form leicht von den üblichen Schwenkschiebetüren von N-Wagen unterscheiden. Wieder mit einer modernen Drehstromlok der Baureihe 146 verlässt dieser Regionalexpress den Hauptbahnhof nach Schwäbisch Hall-Hessental. Auf der anderen Seite des Bahnhofes, an Gleis 1, zieht nun eine E-Lok der Baureihe 111. Einen Zug aus Aalen in den Hauptbahnhof. Dieser wird anschließend abgestellt und nach einiger Zeit wieder an Gleis 16 für die Rückfahrt bereitgestellt. Nun fahren wir mit dem Regionalexpress nach Würzburg. Die Reise in die unterfränkische Großstadt führt über Heilbronn, Mockmühl, Lauda über die sogenannte Frankenbahn, eine landschaftlich schöne Strecke. Bis Bad Friedrichshall-Jagstfeld rauschen wir auch an vielen Weinbergen vorbei.